Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Mut Talk. Ich begrüße heute Karina und Armin. Die beiden sind von Silosophie und jetzt muss ich gleich einmal sagen, handelt es sich um einen Sprachfehler der lieben Ira oder wieso habt ihr irgendwas mit Silosophie zu tun? Erzähl ich doch mal, wie dieses Wort entstanden ist. Ja, gerne. Also hallo auch von meiner Seite, ich bin Armin. Die Silosophie ist tatsächlich kein Fehler in deiner Aussprache, Ira, sondern sehr gewollt. Auch wenn viele Menschen fragen, habe es hier nicht Philosophie gemeint. Also ja, es gibt dieses immer wieder das Thema. Die Silosophie ist ein Wortspiel. Die ersten zwei Silben Silo, der Siloturm, der Getreidespeicherturm, der in Österreich, aber nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt als Bautypus bekannt ist. Und von der Philosophie stammend ist dann der zweite Teil des Wortes. Wir haben das zusammengefügt, weil ich einerseits ein großer Fan von Wortspielen bin und andererseits, weil tatsächlich hinter unserer Tätigkeit, die wir dann wahrscheinlich auch noch näher erklären, sowas wie eine Philosophie steckt, sowas wie ein gemeinsames Warum, ein gemeinsamer Antrieb, den wir haben. Und das reicht eigentlich, es als Philosophie zu bezeichnen, so viel ist da dahinter. Ja, genau. Also ich glaube, da müssen wir ja wirklich noch wesentlich mehr drüber sprechen, weil so die Grätsche zwischen einem Silo und der Philosophie, die erscheint ja schon sehr groß, aber natürlich habt ihr ein faszinierendes Projekt, sonst hätte ich euch ja gar nicht eingeladen. Erzählt doch ein bisschen, was es mit diesen Silos auf sich hat, die wahrscheinlich alle kennen. Die stehen am Land in der Gegend herum, sind meistens eine Beleidigung für das Auge. Und was hat euch veranlasst, die mit irgendeinem Gedankengut oder sonstigem Interessanten zu verbinden? Hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung, Ira. Ich bin die Karina. Und ja, wie du schon richtig sagst, die Silos stehen halt überall so in Österreich herum, gerade im Osten von Österreich. Und das Ganze hat schon wirklich sehr stark beim Armin gestartet, der sich einfach damit angefangen hat, auseinanderzusetzen, was sind denn diese Silos hier überhaupt, was stehen die da herum, was werden die noch genutzt, werden die nicht genutzt, auch weil in Armins Heim und Gemeinde auch genauso ein Silo sehr prominent steht. Und es geht eigentlich bei unserem ganzen Philosophie-Projekt darum, diese Silos sehr ganzheitlich zu betrachten. Einerseits ein bisschen auch in ihrer Geschichte, woher kommt das eigentlich, dass es so viele gibt, aber vor allem in die Zukunft betrachtet, wie können die genutzt werden, wie können die eigentlich so eine Art, diese Gebäude, die auch so ein Denkmal für die Landwirtschaft darstellen, wie können die auch in der Zukunft weiter verwendet werden und eben auch den Leuten mehr bringen als nur das, was du sagst, dass sie das Landschaftsbild vielleicht negativ beeinflussen. Ihr habt ja jetzt nicht nur philosophiert über dieses Thema, sondern seid auch mit ganz, ganz konkreten und sehr umsetzbaren oder umsetzungswürdigen Ideen dahergekommen, springen wir vielleicht da auch gleich einmal ins Konkretere hinein, bevor die Leute sagen, naja, was soll denn das jetzt, worum geht es denn da eigentlich? Armin, magst du mal erzählen, was so die Idee von Silosophie ist? Ja, sehr gerne. Also diese statischen grauen Silotürme haben für uns und für mich immer wieder eine Faszination ausgelöst in ihrem Dasein als Getreidespeicher. Es ist aber so, dass die in den 50er bis 70er Jahren, 1950 bis 1970 erbaut wurden und nach dem Krieg eine sehr, sehr hohe Bedeutung als Getreidespeicher und Nahrungssicherheitsgaranten quasi gebildet haben. Aber das hat sich geändert in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten. Und so ist es vermehrt auch zum Leerstand von diesen Silotürmen gekommen. Und da habe ich dann mit meiner Masterarbeit im Studium Human- und Sozialökologie angesetzt. Die trägt übrigens den gleichen Titel Silosophie, Neunutzungskonzepte für solche Türme. Und daraus ist eigentlich jetzt unsere Arbeit entstanden, die wir ausüben. Und konkret
geht es darum, die Silotürme, wir nennen sie mal, zu Wahrzeichen der Zukunft zu machen. Weil sie sind im Moment Denkmäler, wie es die Karina auch gesagt hat, der Vergangenheit bzw. der industrialisierten Landwirtschaft. Fußnote dazu, die meisten Silotürme sind natürlich noch in Verwendung und sind enorm wichtig auch für den Getreidehandel und unser tägliches Brot, wie man es so gut kennt. Und trotzdem ist es so, dass viele dieser Türme eben immer mehr veralten, leer stehen, nicht mehr in Betrieb sind. Und da setzen wir an. Wir machen einerseits, nutzen wir Kunst in Form von großflächigen Bemalungen dieser Türme, um aus ihnen eben Wahrzeichen zu machen. Und die Seiten der Türme, die nicht mit Kunst verschönert werden, werden zu Kraftwerken gemacht. Das heißt, mit Photovoltaikmodulen ausgestattet, die Sonnenseite der Türme. Und der Turm selber wird dann zum Dorfkraftwerk. Das heißt, ein Kunstwerk, das gleichermaßen Strom produziert, steht dann im Dorf anstatt eines grauen Siloturms. Das ist sozusagen unser Flaggschiff. Das ist auch das Projekt, das wir im Moment umsetzen. Ich habe noch ein bisschen Farbe an den Fingernägeln, sprichwörtlich gesagt, weil wir erst vor 2 Wochen den ersten Siloturm bemalt haben in Ingelhardstetten im Machfeld. Und demnächst wird auch Photovoltaik auf diesen Turm montiert. Und dann ist es tatsächlich ein Wahrzeichen der Zukunft, ein stromproduzierender Turm, der künstlerisch gestaltet ist im Machfeld. Oh wow, jetzt sind wir schon ganz im Konkreten. Da schaut es gleich ganz anders aus. Okay, also ich fasse mal hoffentlich richtig zusammen. Ihr knallt quasi Photovoltaikanlagen auf die Silotürme und so ist es möglich, in den Dörfern, in den Gemeinden Strom zu produzieren, was ja jetzt angesichts der derzeitigen Energiekrise und so weiter umso interessanter und wichtiger ist. Und nachdem die Sonne ja nicht von allen Seiten scheint, ne, gibt es so die Sonnenseite und die Schattenseite der Türme und quasi auf die nicht besonnten Teile werden mit Kunst beschienen und besonnt. Das finde ich eine super spannende Idee, nicht, aus diesen farblosen grauen Klötzen auch etwas, also Hingucker quasi zu machen. Wie geht denn das vonstatten? Wer setzt sich da hin und schwingt den Pinsel und behübscht diese Dinge? Carina, ist das dein Revier? Oder? Das ist ja sehr unterschiedlich. Im Prinzip ist er auch sehr stark, also von der Kunstseite auch der Armin sehr stark involviert, weil er auch da schon davor viel Erfahrung gesammelt hat mit Kunstwerken, die eben großflächig auf Fassaden aufgebracht werden. Aber im Prinzip ist der Start auch in gewisser Weise immer eine Bestandsaufnahme, was schon auch mein Thema ist, weil ich ja aus dem Baubereich eigentlich komme. Das heißt, es wird eigentlich immer mal geschaut, in welchem Zustand ist dieser Silo überhaupt? Müssen wir den vielleicht noch sanieren? Eben, die sind ja doch schon ein bisschen auch in die Jahre gekommen. Da muss man manchmal auch noch was machen, was die Fassade anbelangt, was auch den Beton anbelangt. Und dann geht es eigentlich schon los, wenn da diese, wie zum Beispiel in Engelhardstetten war, da hatten wir da eigentlich Glück, der war in einem sehr guten Zustand, unser Silo. Das heißt, er wird nur einmal gewaschen und frisch herausgeputzt und dann kann schon losgemalt werden. Und da haben wir auch das Glück, dass wir bei der Silosophie eine Partnerschaft auch mit Kai Libre haben, beziehungsweise auch sehr viele Künstler und Künstlerinnen über diesen Verein Verbindungen haben, die dann auch diese Silo-Kunstwerke gestalten und entwerfen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns da überlegen, was wir gerne hätten, sondern es ist wirklich auch von Künstlern gestaltet, aber sehr wichtig auch in Zusammenarbeit mit den Bewohnern und Bewohnerinnen vor Ort. Also auch in Engelhardstetten haben wir Umfragen gemacht vor Ort. Wir haben eine Postkartenaktion gestartet, wo die Schüler und auch alle Bewohner und Bewohnerinnen ihre Vorschläge einreichen konnten, wie sie denn gerne hätten, dass ihr Siloturm, ihr Wahrzeichen im Ort gestaltet werden kann. Und wir haben da wirklich ganz tolle Zuschriften bekommen. Wirklich, die Leute waren irrsinnig kreativ. Und diese ganzen Ergebnisse, die wir da bekommen haben, die haben wir dann
unserer tollen Künstlerinnen-Crew, der Rip-Off-Crew, die in Engelhardstetten unsere Bemalung übernommen hat, weitergegeben. Und die sind dann auf Basis auch von diesen Inputs mit einem Entwurf dahergekommen, der jetzt eben, wie gesagt, gerade erst umgesetzt wurde. Und die haben auch selber gemalt, also die sind da mit vollem Einsatz dabei gewesen. Okay. So, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es wirklich schon ein Vorzeigeprojekt, wo ihr das Ganze schon einmal durchgespielt habt. Jetzt würde ich es auch super interessant finden zu erfahren, wie das auch konkret in der Praxis läuft. Also ihr habt gesagt, die Silos müssen vorher gewaschen werden und eventuell ein bisschen, ich weiß nicht, renoviert oder so. Ich denke mir, das ist ja jetzt kein Projekt, das man so einfach erstens einmal nur auf Eigeninitiative machen kann und zweitens so aus der Portokasse finanzieren. Das heißt, was muss man denn, wen muss man da allen reinholen, was muss man da alles mitbedenken, wer ist da alle beteiligt? Vielleicht wollt ihr da auch ein bisschen was dazu erzählen. Sehr, sehr gerne, ja. Es war dieses Jahr unser erster Streich, dieses Projekt, und dementsprechend auch haben wir sehr, sehr viel lernen dürfen. Wie du sagst, das ist natürlich, finanziert sich nicht von selber, so eine Bemalung und auch die Photovoltaik ist natürlich ein großer Kostenpunkt. Und wir haben aber gesagt, wir sehen dem ins Auge und probieren es trotzdem und sind eben einerseits ins Dorf, in die Gemeinde gegangen und haben gesagt, wir machen ein Wahrzeichen, wir wollen ein Wahrzeichen umsetzen für den Ort, für die Region und dementsprechend erbitten wir uns, erhoffen wir uns, dass die Menschen auch im Sinne eines Crowdfundings mitfinanzieren. Da gab es dann wunderschöne Dankeschöns auch, wenn man jetzt zum Beispiel 40 Euro für diese künstlerische Bemalung gespendet hat, dann hat der Turmbesitzer, der Karli, der auch Gemüsebauer ist, zum Beispiel eine Gemüsekiste spendiert als Ausgleich, als Dankeschön. Oder für 60 Euro gab es eine Führung auf den Silberturm, auch mit Blick übers Machfeld. Genau, und so haben wir mit diesen Dankeschöns auch einen staatlichen Betrag im Crowdfunding erreicht. Das war ein Teil, der das Kunstwerk finanziert hat. Und dann ist vom vierten Festival Niederösterreich im Rahmen dessen das Projekt auch stattgefunden hat, eigentlich die größte Unterstützung gekommen. Ohne das vierte Festival wäre dieses Projekt auch nicht möglich gewesen. Und dann gab es noch kleinere UnterstützerInnen, SponsorInnen, genau. Also es war eine kleinteilige Finanzierung, die dann zu einem großen Kunstwerk geführt hat. Und es geht natürlich auch immer noch mehr und noch besser. In Engelhardstetten ist es so, dass wir eben drei Seiten des Turms bespielen, zwei mit Kunst und eine mit Photovoltaik und die Westseite tatsächlich sich von der Finanzierung her auch noch nicht ausgegangen ist. Das ist natürlich, soll nicht so bleiben. Wir wollen die kommenden Jahre, im besten Fall für nächstes Jahr, auch diese Seite nachholen. Sonst schaut es nämlich ein bisschen aus wie eine Etappe. Wenn die vierte Seite dann grau und von Witterungen beschädigt bleibt, dann schaut es natürlich ein bisschen wie eine Trickverpackung aus und das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich ein Gesamtkunstwerk erzeugen. Aber ja, wir mussten einfach da auch den Tatsachen in die Augen schauen und sagen, okay, was schaffen wir gemeinsam mit der Bevölkerung? Und es ist eh ein großer Erfolg für das erste Projekt, drei von vier Turmseiten gestaltet zu haben. Ich meine, auf der anderen Seite, das ist jetzt vielleicht nur so meine Denke, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn dann drei Seiten wunderschön sind oder zukunftsträchtig gestaltet und die vierte nicht, dass da vielleicht auch gerade in der Bevölkerung der Wunsch entsteht, hey, jetzt wollen wir aber das Ganze haben und wollen das schön haben, oder? Habt ihr da irgendwas in der Richtung auch gehört? Tatsächlich hatte ich gerade noch ein Telefonat, ein ganz nettes, mit einer Bewohnerin vom Ort, die gemeint hat, ob sie schon zu spät ist für einen Motivwunsch für den Turm. Sie sagt, nein, ja, es gibt noch die eine Seite. Ja, sie wünscht sich da eine Gestaltung und würde gerne mitmachen. Das heißt, tatsächlich ist das der Fall. Es kommen Menschen auf uns zu und wollen mitgestalten. Wir hatten natürlich auch diejenigen BewohnerInnen, die gesagt haben, ihr macht das ja wirklich, ihr habt jetzt nicht nur Luftschlösser bauen, ihr setzt das ja wirklich um. Wir hatten natürlich Infoveranstaltungen im Vorhinein und da gab es natürlich eine skeptische Masse, die den jungen Menschen, die da als Fremde in den Ort kommen, natürlich nicht ganz getraut haben, was ich ja verstehen kann. Eine gesunde Skepsis solchen Projekten gegenüber ist sicher nicht schlecht und es klingt ja, muss man ehrlich sagen, das Projekt klingt ja am ersten Blick oder aufs erste Hören klingt es ein bisschen wie ein Luftschloss. Ein Riesenturm, der bemalt wird und Strom produzieren soll. Und das Ganze kommt noch der Bewohnerschaft.
des Ortes zugute, das klingt auch ein bisschen... zu gut, um wahr zu sein. Ne? Was tun die dann wirklich? Ja. Hauen die dann ab mit unserem Geld oder so? Ne? Genau. Ja. Und eben gerade dieses passiert das wirklich. Also ich glaube, es war auch sehr schön dann zu sehen, wie die Bemalung angefangen hat, sind dann auch nach und nach auf unseren Social-Media-Plattformen Nachrichten eingelangt, die gesagt haben, hey, so toll, dass ihr das jetzt wirklich macht und super Arbeit. Also das war wirklich sehr schön zu sehen, wie da sofort eine Resonanz gestartet hat, die Leute gesehen haben, da tut sich was, da passiert was und es geht jetzt richtig los. Mhm. Mich würde es gerade besonders interessieren, wie ist denn das abgelaufen, also so die Einbeziehung der Bevölkerung und wie viele Schritte waren das quasi, in welcher Form haben die da mitentschieden, wie die Kunstwerke gestaltet sein werden? Und wie war das auch so vom Atmosphärischen her? Also sprich, ist das gut gelaufen oder war das mühsam oder wie habt ihr das geschaukelt? Mhm. Darf ich, Carina? Ja, bitte. Weil ich war ja am nächsten... Ich habe es ja schon angefangen, ein bisschen zu erwähnen mit den Postkarten. Genau. Ich glaube, du steigst da einfach. Da steige ich gerne ein. Noch ein bisschen. Genau, also wir haben versucht, möglichst alle Menschen im Ort und an die Nachbargemeinden zu erreichen. Und da war eine Postwurfsendung natürlich das Erste, an das wir gedacht haben. Über Social Media, über die Gemeindezeitungen sind wir da gegangen. Und es war, um ehrlich zu sein, einfach sehr wenig Resonanz. Also es haben uns 2-3 Menschen angerufen. Das Ganze ist in der Nähe der Stopfenreuther-Au passiert, wo früher die Aubesetzung war. Das ist dann für den Umweltschutz und Klimaschutz in Österreich ein denkwürdiger Ort. Und tatsächlich, die Menschen, die damals aktiv waren, gab es 2-3 Anrufe aus Stopfenreuther, die gesagt haben, na endlich tut sich wieder bei uns was im dumpfen Machfeld, haben die Medien von damals zitiert, dass es endlich wieder was in Richtung Klimaschutz passiert. Aber das war es dann auch schon wieder mit Resonanz. Das hat bei uns natürlich dann einiges an Unsicherheit ausgelöst. Und wir gesagt haben, haben wir uns da zu viel erwartet? Kommt das Projekt vielleicht gar nicht an? Die Gemeinde war neutral, würde ich sagen. Sie war nicht... Da gibt es das berühmte Zitat, wo ich gesagt habe, naja, wir machen das jetzt zum allerersten Mal in Österreich, in den Gradstätten. Und da hieß es von Seiten der Gemeinde, na, können Sie es nicht woanders zum ersten Mal machen und dann zu uns kommen. Das heißt, es war so gemischte Gefühle. Das ist mittlerweile zum Glück auch sehr, sehr positiv alles, das Feedback aus der Gemeinde. Und grundsätzlich war es einfach ein hartes Pflaster. Das sagen die Engelhardt-Städtner Ihnen auch selber. Ich sage auch selber, dass man es nicht leicht hat bei Ihnen, weil Sie eine gesunde Skepsis haben. Aber wir haben da mit sehr viel Muße und sehr viel, das ist auch vielleicht das größte Learning in unserer Arbeit. Wir haben natürlich viel schriftlich, viel Social Media, viel mit Bildmaterial gearbeitet. Aber erst Klick gemacht hat es, wie so oft, wenn wir den Menschen in die Augen geschaut haben und von Mensch zu Mensch einmal erzählt haben, was wir da eigentlich machen, so wie es wir jetzt auch machen. Und es ist ja auch nicht leicht zu fassen, Ira, das die Erfahrung hast du vielleicht auch schon gemacht, weil was wir hier erzählen, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was die Philosophie macht. Das ist ein Standbein. Deshalb, genau, es war, glaube ich, für die Menschen auch nicht so leicht zu verstehen, was da jetzt genau passiert im Ort. Jetzt mittlerweile ist es haptisch da, das Kunstwerk ist zu sehen. Alle wissen, die Photovoltaik kommt bald. Und dann ist es möglich, Strom vom Siloturm zu beziehen. Und jetzt ist es alles um einiges leichter. Genau. Wir haben dann auch eine Infoveranstaltung vor Ort eben gemacht. Und das war, glaube ich, sehr wichtig, da mit den Leuten wirklich mit Armin gesagt hat, einfach ganz persönlich zu sprechen, zu erklären, was wir da eigentlich machen. Da sind auch viele Fragen gekommen, wie funktioniert das überhaupt? Und auch viele Dinge, die du jetzt gefragt hast, ja, das kann doch nicht sein, wer finanziert das und wie gibt's das? Und da waren viele Fragen da und die haben wir dann einfach, die lassen sich einfach leichter beantworten, wenn man mit den Leuten persönlich ins Gespräch kommt. Mhm. Bevor wir da noch weiter in die interessanten Auswirkungen und so eingehen, möchte ich kurz einmal noch fragen. Carina, du bist ja Architektin, gell? Was genauer ist denn deine Rolle? Wie teilt ihr euch die Arbeit auf? Wer bringt was ein, damit wir euch da auch ein bisschen besser kennenlernen, eure Rollen in dem Projekt?
Ja, also wie der Armin ja schon gesagt hat, ist das konkrete Projekt jetzt eben zum Beispiel in Engelhardstetten eigentlich eines der ersten Projekte und nur ein Standbein. Und auch wie der Armin schon gesagt hat, auch in seiner Masterarbeit, die schon einen großen Anstoß für den ganzen Philosophieverein gegeben hat, ging es auch sehr stark um das Thema, wie kann man diese Silos nutzen, gerade die Silos, die eben nicht mehr für Getreidespeicherung genutzt werden. Und das ist auch das Thema, wo eigentlich ich dann einsteige, weil ich eben als Architektin mich auch sehr stark auf dieses Thema fokussiert habe. Wie kann man Gebäude, die leer stehen, die ursprünglich für etwas anderes gedacht waren, zeitgemäß nutzen? Weil es einfach auch aus Sicht des Klimaschutzes, aus Sicht der Ressourcenverwendung einfach Sinn macht, diese Gebäude, die schon da sind, auch weiterhin zu verwenden und nicht immer abzureißen, irgendwas Neues zu bauen, sondern einfach auch mit dem umzugehen, was man hat. Und das war so mein Anknüpfungspunkt bei der Philosophie. Und das ist auch so mein Kernthema, mit dem ich mich hauptsächlich bei der Philosophie beschäftige, eben was können wir mit diesen leerstehenden Silotürmen oder ganzen Silo-Gebieten eigentlich machen. Meistens ist es ja nicht nur der Turm, sondern da gibt es rundherum noch Hallen, die zu dieser Produktionsstätte dazugehören. Und da war so mein Anknüpfungspunkt. Wobei jetzt bei den aktuellen Projekten, die wir umgesetzt haben, war natürlich auch mein ganzer bautechnischer Hintergrund ein Add-on, wo ich dann viel unter die Arme gegriffen habe, wo wir eben uns mit Sanierung beschäftigt haben. Auch bei dem Thema Photovoltaik, wo ich natürlich nicht jetzt unsere Photovoltaik-Expertin bin. Da haben wir noch ein paar andere tolle Teammitglieder, die sich damit super auskennen. Aber auch da, was eben die Befestigungen, eben diese ganzen Dinge, die auch mit Fassadenbau zu tun haben, da war ich sehr stark involviert. Okay. Und Armin, du als Gründer und, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Ideenbringer, du treibst das ganze Projekt voran als Lokomotive oder was sind so speziell deine Aufgaben und deine Leidenschaften in der Philosophie? Das Schöne bei der Silosophie ist, dass es nicht nur eine Lokomotive gibt, sondern sieben. Also es gibt tatsächlich dieses Gefühl von einem wöchentlichen, wir treffen uns nämlich einmal in der Woche, so wie wir jetzt gerade online in unserem Schurfix. Wir haben kein Büro oder sonstiges. Da ist einfach jede Woche ein Feuer zu spüren, bei allen, die dabei sind und das leidenschaftlich gerne mache. Das heißt, ich bin nicht die einzige Lokomotive, was sehr freudig ist. Genau, also meine Beschäftigung, wie die Karina das gesagt hat, kommt tatsächlich an einem Siloturm. Also mein Silo-Nerd-Dasein entspringt dem, dass in meiner Heimatgemeinde in Burgenland in Goils ein Siloturm seit fast 2 Jahrzehnten leer steht. Und für mich, das immer eine Faszination ausgeübt hat, schon als Kind auf der Schaukel habe ich diesen Koloss gesehen und mein Opa hat damals noch Getreide eingelagert und als ich dann erfahren habe, dass der Turm einfach zu nichts mehr dasteht, aber trotzdem das höchste Gebäude mit Abstand, also noch die Kirche überragend im Dorf, darstellt, da war für mich einfach eine gewisse Faszination da. Und die ist bis heute, das ist jetzt 7 Jahre her, als ich da mich beschäftigt, angefangen habe zu beschäftigen mit dem Thema, immer noch da, weiß es selber nicht, was es genau ist. Ja, auf jeden Fall ist es eine spannende Nebenleidenschaft, mich mit so 50 Meter hohen Türmen zu beschäftigen. Aber in der Philosophie ist meine Rolle schon, den Überblick zu behalten, die Kommunikation, auch den Social Media Auftritt, generell die Kommunikation nach außen. Was ich sehr gerne mache, eben die Gespräche mit unseren Mitgliedern. Wir sind ein Verein, wir sind Vereinsmitglieder, liegen mir sehr am Herzen. Wir sind, glaube ich, sehr auf Augenhöhe mit den Menschen. Und was ich an Expertise mitbringe, ist eben mein sozial-ökologischer Blick auf das Thema Leerstand von Silotürmen, auf das Thema Getreidehandel und Getreidespeicherung und dessen Bedeutung. Und die Kunst. Das heißt, Karina hat es vorher kurz erwähnt, Kai Libre, der Verein, der jedes Jahr in Wien ein großes Street Art Festival organisiert und jeder Mensch, der in Wien wohnt, kennt eigentlich auch diese gestalteten großen Wände, Feuerwände, Fassaden. Da war ich auch tätig, jahrelang, und habe meine Expertise da mitgenommen, was es heißt, große Betonflächen zu bemalen. Und das darf ich jetzt auch in guter Freundschaft mit Kai Liebe eben auch anwenden beim Siegertum.
Also was ich im Augenblick total faszinierend finde, ist, wie da bei dir speziell, aber auch bei dir, Karina, so die diversen Interessen und Leidenschaften und Schwerpunkte irgendwie zusammenfallen, nämlich auf eine Art und Weise, wo man eigentlich sagen würde, normalerweise, das hat nichts miteinander zu tun und das findet nie zueinander. Ja? Also das finde ich extrem spannend. Aber um da auch einmal quasi ins ganz Konkrete zu gehen, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter, ja, wie viele solcher Silos gibt es denn überhaupt? Und wisst ihr, wie viele davon leer stehen oder noch in Verwendung sind? Und was mich auch interessieren würde, als absoluter Silo-Idiot, was heißt überhaupt leer stehen oder in Verwendung sein? Welchen Unterschied macht das? Und könnt ihr auch welche, die noch in Verwendung sind, silosophieren oder nicht? Jede Menge Fragen. Mhm. Ja, die konkreten Zahlen dazu kann ich gerne liefern. Ich habe in meiner Masterarbeit eine Bestandsaufnahme gemacht. Kurze Frage, Gegenfrage dazu für dich, Ira. Warum gibt es nur in Niederösterreich, Oberösterreich und Burgenland hauptsächlich Silo-Firmen und nicht in anderen Bundesländern in Österreich? Das ist eine spannende Frage. Also ich habe einmal keine Ahnung, ich kann jetzt nur ins Blaue raten, dass es irgendetwas zu tun hat mit Geländeformen oder irgend sowas, ja, weil die sind halt im Osten anders als im Westen, aber was das jetzt sein könnte, fällt mir ehrlich gestanden auch nicht ein. Ja, du hast es eh schon beantwortet, das ist genau das. Also die drei Bundesländer sind halt die Hauptgetreideproduzenten in Österreich, aufgrund der Geografie. Also es gibt einfach viel flaches Gelände, es gibt viele Getreidefelder, wenn man zum Beispiel ans Nachfeld denkt oder ans Nordburgenland oder in Niederösterreich, etliche Beispiele eben, ist nach Oberösterreich erstreckend. Soll nicht heißen, dass es nicht in der Steiermark, Salzburg und Co. und auch Silotürme gibt, aber in Tirol und Vorarlberg muss man dann schon sehr, sehr genau suchen und lange suchen, bis man diese Bauform findet. Und in Niederösterreich sind es an die ziemlich genau 150 Silotürme, also Niederösterreich ist so das Silo-Hauptbundesland und dann in Burgenland und Oberösterreich teilen sich je knapp 50 Türme. Also man kann mit ungefähr 300 Silo-Türmen rechnen in Österreich und davon stehen meines Wissens nach 36 Türme gänzlich leer. Und zu deiner Frage, was heißt Leerstand eigentlich? Es gibt sehr, sehr viele Türme, die nicht mehr ganz ausgelastet sind, die zählen aber nicht als leerstehend. Und dann gibt es eben Türme, die tatsächlich zugesperrt sind, wo kein Getreide dabei eingelagert wird, die oftmals auch keine Genehmigung mehr haben für gewisse Anlagen, die drinnen sind. Ein Silo-Turm ist ja voll mit Technik, Trocknungsanlagen, Absaugegeräte und so weiter. Und kann es dann leicht sein, weil es doch eine mittlerweile veraltete Technik ist, dass da einfach manche Gerätschaften nicht mehr funktionieren und dann zahlt es sich auch nicht mehr aus, diesen Turm noch zu nutzen. Und warum stehen die Silo-Türme trotzdem in unserer Landschaft herum und werden nicht einfach abgerissen? Da gibt es mehrere Gründe. Einerseits der Abriss kostet und der Abriss ist oftmals auch nicht sehr einfach, weil die Türme ja aus dem Getreidehandel kommen, direkt an den Bahnschienen auf die liegen und da einen Abriss zu machen während der Zugfahrt ist einfach sehr, sehr schwierig, braucht sehr viele Sondergenehmigungen. Und das Zweite ist, kannst das nächste Mal schauen, wenn du irgendwo in Ostösterreich am Land unterwegs bist, meistens haben die Silo-Türme Antennen oben am Dach und die sind natürlich nach wie vor sehr wichtig für den Mobilfunk oder werden auch immer wichtiger. Und dementsprechend fungieren diese Türme auch als Antennentürme in unserem Mobilfunknetz in Österreich aufrechtzuerhalten. Das ist deren neue Funktion und innen gibt es aber dann oft einmal einen völligen Leerstand. Und dazwischen gibt es, wie gesagt, Türme, die nicht mehr ganz ausgelastet sind. Und dann, wie in Engelhardstetten bei unserem ersten Projekt, gibt es einen Siloturm, der in Vollbetrieb ist. Das heißt, während wir mit unserer riesen Hebebühne da standen und den Turm bemalt haben, haben sich vorbeigeschlängelt Traktoren und LKWs und haben Getreide angeliefert, das zum Silo-Turm zur Einlagerung gebracht wurde. Das heißt, wir nutzen Türme außen, die noch voll in Nutzung sind. In Engelhardstetten ist Biogetreide eingelagert und Carina ist speziell eben zuständig für Türme, wo kein Getreide mehr eingelagert wird und wo auch die angrenzenden Hallen nicht mehr genutzt werden. Das heißt, ein ganzes Areal, das da auf eine spannende Neunutzung wartet. Aber das heißt, ihr könnt rein prinzipiell oder rein theoretisch alle Silos auf diese Art und Weise nützen und beleben. Genau, ja.
und für Wahrzeichen der Zukunft machen. Und ich finde das ja auch sehr spannend, also so im Sinne einer Kreislaufwirtschaft im sehr erweiterten Sinn, ne? Wo es ja auch darum geht, also nicht erst, wenn schon das Ende von quasi einem Lebenszyklus da ist, sich was zu überlegen, sondern im Vorfeld auch schon zu überlegen, wie könnte ein Gebäude nachgenützt werden oder nicht zum kompletten Leerstand werden. Ne? Aber da fällt mir auch eine andere Frage dazu ein. Also die komplett leer stehen und gar nicht mehr genützt werden, das geht jetzt wahrscheinlich über die Silosophie hinaus, ja, aber habt ihr da auch Ideen, wie die vielleicht innen anderweitig genutzt werden könnten oder so? Also nicht nur die Außenseite, sondern dieses ganze Ding, ne? Das besteht ja nicht nur aus Außenflächen, sondern auch aus Innenraum. Ne? Ja, genau. Ja, also das ist eben momentan ein ganz spannendes Thema, was sich auch gerade sehr in der Philosophie entwickelt. Also der Armin hat da auch schon sehr viel Vorarbeit, was Recherche anbelangt, geleistet in seiner Masterarbeit. Wie gesagt, es gibt ja nicht nur in Österreich Silos, sondern auf der ganzen Welt im Prinzip oder sind auch sehr viele unterschiedliche. Und da gibt es schon auch Beispiele, wie das eben umgenutzt wurde. Das geht von Wohnbau über Museen. Auch was für uns auch immer sehr spannend ist, ist das Thema eventuell auch Stromspeicherung, weil eben ein Speichergebäude im Sinne von Speicherung, Getreidespeicher, das auch auf eine andere Art und Weise als Speichergebäude zu nutzen, wird sich natürlich auch sehr anbieten. Also es gibt wirklich sehr viele Ideen und auch einige, die schon umgesetzt wurden. Auch in Österreich, gerade was Wohnnutzung anbelangt, gibt es ein paar Beispiele, wo die Silos auch konvertiert wurden. Also da ist der Fantasie auch nicht so viele Grenzen gesetzt. Im Prinzip Kletterturm ist auch immer ein ganz, ganz gutes Beispiel, was viele Leute sagen. Ja, also wie gesagt, da gibt es ganz viele Varianten, was man damit machen kann. Es hängt aber auch sehr stark davon ab, wie der Silo an sich aufgebaut ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber man stellt sich immer vor, dass das ein großer Turm ist, der innen leer ist. Das ist aber nicht so, sondern dieser Turm besteht aus Speicherzellen. Also innerhalb von diesem Turm, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Bienenwaben, nach oben extrudiert, aber nicht wabenförmig, sondern meistens quadratisch oder rechteckig. Das sind so große, lange, wie also eben Zellen, in die das Getreide von oben eingefüllt wird, wird es getrocknet und so weiter. Und also ganz einfach gesagt, kommt es oben rein und unten kommt es wieder raus. Ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Und diese Zellenstruktur haben natürlich auch die Silos, die leer stehen, weil sie eben dafür gedacht waren, dass sie genau dafür funktionieren, dass Getreide da drinnen gelagert wird. Und diese Zellenstruktur, je nachdem, welche Maße diese Zellenstruktur hat, lässt sich leichter oder weniger leicht zu einer anderen Nutzung konvertieren. Weil die sind teilweise ziemlich klein. Das ist teilweise so einmal 1 Meter Zellenbreite. Oh, spannend. Da tun sich ganz neue Welten auf, weil ich habe keine Ahnung gehabt, wie das innen drinnen ausschaut, aber hätte auch vermutet, großer Hohlraum oder so. Jetzt hast du auch das Stichwort Energiespeicherung gegeben und da habe ich mir auch gedacht, hey, das könnte ja vielleicht urspannend sein. Das habe ich neulich gelesen. Jetzt gibt es ja auch so Versuche, in Sand Strom zu speichern. Also keine Ahnung, aber vielleicht, wenn man die mit Sand anfüllt statt mit Getreide, kann man riesige Energiespeicher machen, oder? Wünscht sich die kleine Ira jetzt. Ira, du triffst den Nagel auf den Kopf. Möchtest du nicht auch so wieder dazukommen? Tatsächlich ist es vor kurzem, also vor 2 Tagen haben wir noch darüber geredet oder gestern, dass eben solche Speichermöglichkeiten auch ein Thema sein können in Zukunft. Und das Gute ist, ich kann auch sehr, sehr offen über das alles reden, weil wir uns alle eigentlich nur wünschen, dass es umgesetzt wird, dass Energiespeicher gebaut werden, die dieses große Problem der Energiewende lösen, nämlich wie speichere ich den Strom, der im Sommer produziert wird oder an windstarken Tagen für den Winter. Und da wäre es eben spannend, das in Wärme umzuwandeln und dann gar nicht mehr in Strom, also elektrische Energie rückzuwandeln, sondern in thermische Energie und dann gleich zu nutzen. Und da sind Getreidespeicher tatsächlich eine Möglichkeit, andere Rohstoffe zu speichern, wie zum Beispiel Sand, der als Speichermedium für Wärme dann wieder nützlich sein könnte. Also du liegst da goldrichtig mit deinen Überlegungen. Tatsächlich, das war ja jetzt voll die News und ich kann mir vorstellen, dass du mit deiner Initiative da gleich die Erste warst, die dazu was gelesen hat. Und tatsächlich wird in Finnland in einem Siloturm Sand gespeichert, aber der Siloturm ist natürlich extra dafür gebaut worden. Schaut aus wie so eine
5 Meter hohe Duracell-Batterie. Okay, genau. Na, das könnt ihr ja toppen, mehrfach. Ja, ja. Genau. Okay, und um da jetzt auch ein bisschen auf den Stromgewinnungsaspekt einzugehen und so weiter, also ich denke mal, was da auch spannende Fragen sein könnten, ist, wem gehören denn diese Silos eigentlich? Wer profitiert von den Solargeschichten? Gibt es da auch Eifersüchteleien oder Streitereien oder mit wem muss man da reden? Wie schaut es denn da aus, eurer Erfahrung nach? Ja, also die Besitzstruktur bei den Silotürmen ist interessant. Es gibt ja in Österreich die Lagerhausgenossenschaften. Man kennt sie am Land, das ist meistens am Land assoziiert mit einem Bau- und Gartenmarkt, wo die Hobbygärtnerin, der Hobbygärtner alles Mögliche bekommt für den Garten. Aber darüber hinaus sind die Lagerhausgenossenschaften eben tätig im Getreidehandel und auch mit von anderen Sparten. Und pro Lagerhausgenossenschaft, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber es gibt sicher über 30 in Österreich, gibt es dann beispielhaft 5 bis 10 Silotürme, die verwalten. Und die, würde ich sagen, 90% der Silotürme wird von diesen Lagerhausgenossenschaften verwaltet. Und dann gibt es SilobesitzerInnen, die, eine Frau habe ich auch schon getroffen, die Silobesitzerin ist, die mehr oder weniger privat Getreidehandel macht mit einem Silotürm. Genau, die sind dann oftmals nebenher Landwirte oder hauptberuflich Landwirte, machen Getreidehandel. Genau, bewundernswerte Menschen zumeist, weil sie eben eine One oder Two oder Three People Show da abziehen auf einem Silotürm. Und das ist wirklich, wenn man es mal gesehen hat, hat unglaublich fordernd. Also weil als Silo-Meister und Meisterin ist es ja das Forderndste, dass man nie weiß, wann wird das Getreide angeliefert. Also man hört vielleicht von einem LKW-Fahrer, ich komme dann heute Nachmittag, aber wann genau und wie? Das man muss eigentlich immer Abruf sein, um das Getreide einspeichern zu können und die Pforten zu öffnen sozusagen. Und das ist tatsächlich in Erntezeiten ein sehr fordernder Beruf. Und mein Respekt geht an alle Silo-Meisterinnen und Silo-Meister in Österreich. Genau. So ist es, genau, die Besitzstrukturen. Und natürlich gibt es Eifersüchteleien. Natürlich gibt es, das kennen wir alle. Der eine hat, ich meine, das wird dann auch lustig, der eine hat einen höheren Silo-Turm, der passt mehr rein. Und da meiner ist nicht so ausgelastet. Und da drüben, da schaue ich natürlich mit einem neidischen Auge rüber und so. Das gibt's, glaube ich, in allen Sparten. Und das ist natürlich jetzt auch nicht die sehr spezielle Silo-Welt, wenn ich nicht davor gefeit habe. Und was die Stromproduktion anbelangt, da gibt es einfach auch ein bisschen unterschiedliche Modelle, wie und wer davon profitieren kann. Einerseits kann das ein System sein, das so ähnlich funktioniert wie die vom Armin schon erwähnten Antennen, wo eigentlich einfach die Fläche vermietet wird und mehr oder weniger ein Vertrag zwischen dem Silo-Inhaber oder Silo-Inhaberin und einem Investor, einer Investorin vereinbart wird, dass diese Fläche genutzt werden kann. Diese Person oder diese Firma investiert in Photovoltaik und kann dann dementsprechend auch den produzierten Strom nutzen. Das wäre so eine ganz einfache Variante. Andererseits können auch die Inhaber selbst investieren und sagen, für unsere Betriebsstätte brauchen wir sowieso Strom, den werden wir dann verwenden. Beziehungsweise auch ein sehr spannendes Thema, womit wir uns auch in der Silosophie beschäftigen. Da haben wir noch einen Kollegen, der Jakob, der sich darauf spezialisiert hat, ist das Thema Energiegemeinschaften, wo eben wirklich der ganze Ort, wo sich unterschiedliche Menschen zusammenschließen können und gemeinsam Strom produzieren und auch gemeinsam dann von diesem vergünstigten Strompreis dann die Vorteile haben können. Und da kann es eben auch sein, dass man dann da mit investiert, braucht auch, dass ich zu Hause keine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, vielleicht wohnt man in einem Mietshaus und hat aber trotzdem die Möglichkeit, da sauberen Strom zu produzieren und davon zu profitieren, dass die Energiepreise günstiger sind. Mhm. Und also da bietet sich natürlich sehr an, dass auch ein Siloturm, der eben so ein zentrales Objekt in der Dorfgemeinschaft ist, auch da den Anstoß gerade auch für die Gründung von solchen Energiegemeinschaften liefert. Also das würde ich besonders spannend finden, so auch im Zuge des Wahrzeichens der Zukunft, nicht? Weil genau. Man denkt, so die wirklich so ein auch ein Symbol zu schaffen, ja, das irgendwie so gemeinschaftsstiftend ist und nicht nur symbolisch, sondern auch tatsächlich für erneuerbare Energien steht und eine neue Energiezukunft und so weiter und
auch einen Nutzen bietet für alle die, die dort wohnen. Also absolut. Ich denke, das wäre super spannend. Ja. Das wäre echt super spannend. Genau, und dann, wir haben auch schon gemerkt, eben gerade jetzt auch in Engelhardstetten, wo dieses Projekt einfach sichtbar wird, dass auch das Interesse für diese Energiegemeinschaften einfach steigt. Also das, was wir uns auch erwünscht haben und erhofft haben, passiert schon. Genau das, was du auch sagst. Das ist so ein Stein, der da auch weitere Dinge ins Rollen bringt. Ja. Und tatsächlich sind wir jetzt auch schon, vielleicht um die Frage auch vorwegzunehmen, bei unserer Philosophie angekommen. Wenn es für dich passt, jeder kann das gleich ausführen, weil das genau das ist, eben, was wir erreichen. Ich weiß, du kannst es eh kaum erwarten, ja. Also ich kann schieß los, Armin, schieß los. Es ist ja ab der ersten Minute um den Namen gegangen. Genau. Na, die Philosophie dahinter ist eben genau das, dass wir diese statischen grauen Türme, die oftmals auch im Dorf gar nicht mehr bewusst im Blick der Bevölkerung sind. Also da gibt es Beispiele, wo Menschen, die uns besuchen wollten, bei dem Memorial sagten, wo ist denn der Turm? Und die EinwohnerInnen haben gesagt, wir haben keinen Turm. Das heißt, diesen Turm, der dann gar nicht mehr vorhanden ist oder wie du am Anfang gesagt hast, ungewollt ist oder vielleicht hässlich ist, herzuleben und zu sagen, wir machen ihn zu eurem Turm. Und was passiert auf eurem Turm? Da wird ein Kunstwerk in Einstimmung mit euch, mit Abstimmung mit euch gestaltet und da wird Strom produziert, der für euch dann nutzbar ist über diese Energiegemeinschaft. Und da haben wir ganz tolle Geschichten eben mitbekommen, wo die Menschen dann plötzlich, und da sind wir bei unserem Warum, uns liegt allen am Herzen und der gemeinsame Klimaschutz, also nicht nur Klimaschutz, das ist in aller Munde, sondern wir sind davon überzeugt, dass er nur gemeinsam gelingen kann, nur partizipativ. Und wenn dann plötzlich Menschen sagen, ja, das mit der Photovoltaik, ich habe eh schon jahrelang überlegt und jetzt seid ihr da, na, ich mache da gern mit bei der Energiegemeinschaft und die geben auch gerne Photovoltaik auf mein Dach, könnt ihr mir da vielleicht helfen? Und das beobachten wir tatsächlich sehr stark gerade in Engelhardstetten. Und das ist auch das, was wir uns für unsere Arbeit weiterhin wünschen. Dass wir sagen, die Dörfer, die oftmals eben vergessen werden, das dumpfe Machfeld, was wir da schon gehört haben am Telefon, dass die Dörfer merken, okay, zu uns kommen Menschen, die denen wir nicht egal sind, die uns mitnehmen, die uns abholen wollen beim Klimaschutz, die uns Lösungen bieten und die uns aber auch vertrauen und sagen, ihr seid auch in der Verantwortung und da haben wir eben schon ganz tolle Geschichten erlebt, dass die Menschen Lust haben auf Klimaschutz und sich beteiligen wollen, aber ihnen oftmals einfach die Mittel fehlen dafür, die Lösungen fehlen und dazu sind wir da und wir haben alle irgendwie einen Bezug zum Landleben in Österreich und deshalb ist es uns auch eine große Freude, dann aus Land zurückzukehren. Und es ist einfach dieser ganzheitliche Ansatz, der uns so wichtig ist, der eben auch diese vielen unterschiedlichen Aspekte mit hineinbringt, eben Energiegemeinschaften, Kunst, diese Nutzungskonzepte, dass einfach diese ganzen Aspekte alle zusammengenommen werden und zusammen einen tollen neuen Silo ergeben. Ja. Wie sehr hilft denn jetzt eigentlich die aktuell ja leider recht schwierige Zeit? Ja? Also ich denke mal, wir hatten ja vor der Ukraine-Krise auch schon Klimawandel. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass trotzdem die Energiekrise jetzt doch mehr ins Bewusstsein geraten ist oder man fängt jetzt auch an, sich Gedanken zu machen, Getreidehandel in der ganzen Welt, ja, so habe ich mir früher nie überlegt, ne? Ich dachte mir so, ja, wann wird wo, von wem, wie Getreide angeliefert und so, also man überlegt sich auch ein bisschen mehr über Lieferketten und so, spielt euch das ein bisschen in die Hände, also merkt ihr da irgendwie eine Veränderung im Interesse oder in der Nachfrage oder so? Ja, definitiv. Also vor 3 Jahren, als ich den Lukas, unseren Kollegen aus der Photovoltaik zum ersten Mal angerufen habe, weil ich gehört habe, dass sie eine Machbarkeitsstudie über Photovoltaik auf Silotürmen gemacht haben. Und ich gefragt habe, ob wir nicht gemeinsame Sache machen wollen, hat er gesagt, ja, gerne, aber bringt nichts, das alles ist nicht wirtschaftlich. Fassadenphotovoltaik zahlt sich nicht aus. Warum? Weil der Einstrahlwinkel, wenn man es vertikal montiert im Vergleich zu geneigt, natürlich ein anderer ist und die Sonneneinstrahlung nicht so viel Ertrag bringt. Wohlgemerkt nur im Sommer. Im Winter ist es anders. Im Winter steht die Sonne tiefer als der Ertrag sogar auch manchmal höher. Aber das war die Begründung. Zahlt sich nicht aus. Wir haben uns das angeschaut in der Studie. Geht nicht. Aber die Freundschaft ist trotzdem geblieben und wenig später haben wir es trotzdem probiert, weil wir Sturschädeln sind. Und es hat sich ausgezahlt mit einer großen Förderung. Und jetzt sind wir soweit mit den aktuellen Strompreisen,
dass nicht mehr viel fehlt, dass das großflächig eigentlich ein Thema ist, Fassaden verdrückt. Nicht nur Silotürmen, sondern generell, wenn man die Augen aufmacht, über kürzlich in Mailand, da ist es schon gang und gäbe, dass die Gebäude auch auf der Fassade Fassadenverdrückte-Eigenmodule haben. Das heißt, das ist im Kommen und wir leisten dann in Österreich vielleicht noch mit unserem Projekt ein bisschen Pionierarbeit, aber das ist eigentlich auch nicht mehr aufzuhalten. Das spielt den Ganzen jedenfalls in die Rolle, in die Hände. Und das andere, was noch eine Rolle spielt, sind eben die Einzelpersonen, die Menschen, die eben merken, puh, wie du sagst, Ira, ich habe mich nie beschäftigt mit dem Thema Strompreise oder mit dem Thema, wo kommt mein Getreide eigentlich her? Und plötzlich kommen diese Silotürme auf beiden Seiten irgendwie ins Rampenlicht. Einerseits von, die könnten Strom für mich produzieren und andererseits, ich erkenne deren Wichtigkeit an in ihrer Ursprungsfunktion, wenn ich als Getreide speichere. Und die sorgen eigentlich dafür, dass ich meinen Weizen in gewandelter Form, in Form eines Brots dann am Tisch habe. Genau. Ja, und ich denke gerade, dass, was der Armin jetzt auch gesagt hat, dieses Bewusstsein, auch sich darüber Gedanken machen, wie kommen wir zu unserer Energie, wie wird die produziert, woher kommt die, ist etwas, was man wirklich nicht unterschätzen darf. Das hat einen großen Einfluss auch darauf, wie eben zum Beispiel Förderungen vergeben werden oder auch wie Politik gemacht wird, wie auch Lokalpolitik Wichtigkeiten gesetzt werden. Und ich muss sagen, ich kann mich erinnern an eines unserer Gespräche am Anfang des Jahres, wo eben auch eben diverse Krisen wieder hochgekocht sind und wo es auch mit dem Krieg in der Ukraine losgegangen ist, dass wir damals noch gesprochen haben, so hoffentlich, wer weiß, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, das ist einfach keine gute Stimmung, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir, da haben wir gerade unser Crowdfunding gestartet für eben Engelhardstätten, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, mit sowas daherzukommen, sind die Leute nicht sowieso schon gesättigt mit schlechten Nachrichten und können sich das auch nicht leisten. Aber im Gegenteil, eigentlich ist eben ein sehr großes Bewusstsein da auch zustande gekommen, was man vielleicht, so schrecklich die Entwicklungen auch sind, man auch positiv sehen kann, dass sich da doch vielleicht auch einiges tut und es da vielleicht auch den Weg ebnet, in gewisser Hinsicht. Es ist vorher kurz das Wort Verein gefallen, ja, dass eben Silosophie ein Verein ist und dass es Crowdfunding gibt und so weiter. Jetzt würde mich auch interessieren, wenn jetzt jemand entweder sagt, ich finde das Thema einfach toll oder ja, in meinem Ort oder in meinem Nachbarort gibt es sowas. Ja. Also ich denke zum Beispiel, ich habe so einen Bezug zu Tappendorf, ja, da steht so ein Silo herum. Ne? Schiefes Ding, ja, wie du sagst, direkt neben dem Bahnhof und so weiter. Ne? Also was können dann solche Leute tun? Ja? Sollen sich die bei euch melden oder sollen die ihren Bürgermeister irgendwas schicken oder was ist denn da der beste Weg, irgendwie so ein Projekt anzuschieben oder mal in Schwung zu bringen? Vielleicht beides. Schadet alles nichts. Ne? Aber habt ihr da, ich meine, es ist vielleicht zu früh für echte Erfahrungswerte, aber ihr habt euch ja doch schon so mit den Strukturen beschäftigt. Nicht? Wie kann man das am besten angehen? Ja, also das ist bei uns als Verein ganz klar einfach, werdet Mitglied, kommt zu uns dazu und unterstützt uns mit unserer Arbeit und genauso können wir dann eben weitere Projekte umsetzen. Also wir haben das bewusst auch so ausgelegt. Wir hätten von Anfang an sagen können, wir gründen jetzt ein Unternehmen, arbeiten nur mit dem großen Unternehmen zusammen und es hätte wahrscheinlich genauso funktioniert. Das war auch am Anfang klar, dass wir das nicht machen, sondern dass wir mit den Menschen arbeiten wollen, dass wir uns auch nicht in irgendeiner Weise zumuten wollen, dass wir in ein Dorf gehen, den Silotum umgestalten und dann wieder gehen, sondern wir wollen dort Freundschaften schließen, wir wollen auch dort verhaftet bleiben, so wie es in einem Wertschöpfung der Fall ist. Und dementsprechend, wie kann man die Menschen kennenlernen? Natürlich nur dadurch, dass sie auch einen Schritt auf uns zugehen. Und das ist meistens die Mitgliedschaft. Für 60 Euro im Jahr kann man da bei uns dabei sein, zur Silosophin und zum Silosoph werden. Und dann zum Beispiel sowas wie eine Führung durch einen Siloturm mit uns mitmachen. Also es sind dann so Goodies, die man kann mehrmals jährlich in einen Siloturm rein und auf den Rauf und die Aussicht von oben genießen und einmal das faszinierende Innenleben von einem Siloturm anschauen.
Und über unsere Mitglieder ist es natürlich dann auch spannend, wenn die uns erzählen, ja, eben so wie du sagst, ich habe einen Bezug zu einem Ort, Patendorf ist es übrigens natürlich ein Begriff, da ist es auch der Siedlerturm, wo unsere Kollegen diese Machbarkeitsstudie gemacht haben, Dr. Peter Eick. Und wer weiß, vielleicht wird sich in Patendorf in den nächsten Jahren auch was. Auf jeden Fall werden wir dann natürlich schon sehr hellhörig und sagen, okay, da ist der nächste Siedlerturm, wo schon einmal Menschen aktiv sind. Und das ist uns eigentlich das Wichtigste, weil natürlich kann man an jeden Ort gehen und sagen, wir machen da jetzt was. Aber wenn 4, 5, 6 oder sogar noch mehr Menschen sagen, wir sind bei euch dabei, wir laden euch quasi ein und wir hätten gerne ein neues Wahrzeichen im Ort, dann ist es für uns auch einfach zu sagen, wenn da schon der Boden fruchtbar ist, dann kommen wir auch viel lieber noch zu den Türen. Aber genau. Ich muss sagen, ja. Es ist ein Riesenprojekt, immer so ein Silo-Umsetzung. Das heißt, wir können natürlich nicht versprechen, dass, wenn jetzt jemand sagt, ich habe da einen Silo-Turm, kommt bitte, macht's das. Da gehört natürlich noch einiges mehr dazu. Aber grundsätzlich freuen wir uns immer über solche Hinweise und Anfragen. Genau, und auch grundsätzlich dieses, was du gesagt hast, ja, soll ich dem Bürgermeister schreiben? Das war jetzt ein bisschen so scherzhaft bejaht, aber eigentlich geht es auch darum, darüber zu sprechen, eben wie der Armin sagt, wenn mehrere Leute in einem Ort schon Interesse daran zeigen und da auch einfach schon sich Leute Gedanken darüber machen, ist es immer leichter, dann auch Projekte umzusetzen. Jetzt, wo ihr schon die Erfahrung mit Engelhard Stetten habt, was wird denn dadurch alles möglich? Also ich stelle mir vor, dass das so einen riesen Unterschied macht, ob man da schon was zum Herzeigen hat oder nicht. Ne? Kommunizieren kann, wie das läuft und auch zeigen kann, ja, es kann funktionieren und so. Also ist das für euch so ein bisschen auch ein Trittbrett in neue Möglichkeiten, neue Sphären? Ich denke ganz klar, ja. Also wir haben jetzt wirklich auf diesen Moment hingefiebert und gesagt, also das ist ja schon länger in Planung, das hat ja nicht erst gestern gestartet und wir arbeiten alle seit über einem Jahr gemeinsam. Auch dieses Projekt ist schon fast so, eigentlich so lange in zumindest Vorplanung. Und das war immer so, wenn wir das dann da haben, wenn die Leute das dann sehen können, wie toll das wirklich ist, in unseren Köpfen ist es schon da. Und ich glaube, es ist für uns ein großer Erfolg. Und man sieht einfach schon an den Reaktionen, dass es auf jeden Fall einen Unterschied macht, wenn man schon herzeigen kann, dass das funktioniert, dass das machbar ist und nicht nur Luftschlösser gebaut werden. Was habe ich euch denn alles noch nicht gefragt? Was habt ihr mir noch nicht erzählen können, was es zum Thema Philosophie noch Spannendes gibt? Wie toll unser Team ist, hast du noch nicht gefragt. Aber das ist auch eine sehr spezifische Frage. Aber das wollte ich an der Stelle nochmal betonen. Das ist für mich so ein unglaublich tolles Gefühl, einfach in einem Team zu sein. Wir machen das alle eigentlich jeden. Ja, also wir alle haben unsere Standbeine beruflich und wir alle machen das aus Leidenschaft. Und mein Beispiel der Carina, die sich eben erst mit dem Partner selbstständig gemacht hat als Architektin mit einem eigenen Büro, ist es einfach bewundernswert, dass sie sagt, ich bringe einige Stunden die Woche trotzdem auf, um für dieses Thema was weiterzubringen. Und das gilt für alle unsere Kolleginnen und Kollegen. Das ist einfach wirklich, wir haben, wie gesagt, kein Büro, wir treffen uns alle heiligen Zeiten und machen sogenannte philosophische Runden, wo es ein bisschen darum geht, wie geht es uns miteinander, wie geht es uns generell gerade, tippen wir uns ab, abseits von dem, dass wir diese Mission vor uns haben. Aber ich muss ehrlich sagen, mit dem habe ich, als ich mich angefangen habe zu beschäftigen mit den Silo-Themen, einfach nicht gerechnet, dass ich mal ein 7-köpfiges Team um mich herum haben werde, das einfach wöchentlich sich online trifft und sich gegenseitig motiviert und in so vielen Bereichen Expertise mitbringt, dass es wirklich eine Freude ist. Ja, das wollte ich jetzt nämlich noch gerade noch ergänzen, dass einfach diese Interdisziplinarität, die wir im Team haben, eben mit dem Armin, der aus der Sozialökonomie kommt, der Ökologie kommt, aus der Photovoltaikbranche haben wir unsere Team-Members, wir haben aus dem Marketing, aus der Kommunikation eben, ich bin aus dem Architektur- und Baubereich. Es ist so vielseitig und es ergänzt sich so toll, dass es auch nicht selbstverständlich, dass da die Zusammenarbeit so gut funktioniert und vor allem das ermöglicht uns einfach auch so ganzheitliche Projekte wirklich realistisch anzugehen und auch umsetzbar zu machen. Super gut aufgestellt seid ihr da. Wahnsinn. Hut ab. Von meiner Seite wäre noch offen die Standardfragen der Mutmacherei. Was macht euch Mut?
Also mir macht es Mut, jede Woche auch dieses Team zu treffen und eben zu sehen, dass das, was passieren kann, dass Menschen motiviert sind, etwas zu verändern und positiv die Zukunft zu beeinflussen. Ich glaube, das macht sehr viel Mut. Und ich glaube, es ist auch etwas, was grundsätzlich Menschen Mut macht, wenn man sieht, dass andere Menschen auch motiviert sind, etwas verändern zu wollen. Und dass dann auch etwas passiert, eben, dass wir auch Projekte umsetzen können. Es ist nicht nur in der Philosophie so, sondern auch eben als Architektin ist es schön zu sehen, dass Interesse da ist, Dinge neu zu nutzen, dass Interesse da ist, auch nachhaltiger zu planen und zu bauen. Und ja, dann tut man sich manchmal auch leichter, doch ein bisschen positiver auch in die Zukunft zu schauen. Mhm. Trotz aller Krisen. Ja. Armin, dir macht das Team Mut und sonst noch was? Genau, sehr ähnlich wie bei der Carina auch, die Arbeit auf Augenhöhe mit den Menschen, denen wir begegnen über unsere Arbeit und die Möglichkeit, selber sagen zu können als Team, wir sind bewusst kleinstrukturiert, wir sind bewusst ein Verein, wir sind bewusst auf Augenhöhe mit den Menschen, weil wir nicht das große Geld machen wollen, sondern weil wir eben den Klimaschutz im Kopf haben. Und dass das auf offene Ohren und Verständnis trifft, das macht mir Mut. Also, dass wir mit sehr vielen Menschen zu tun haben, die sagen, ja, wir verstehen, dass in dieser Generation, in eurem jungen Team, das die oberste Prämisse ist. Und wir, so wie du auch, Ira, diese Begegnungen, die wir dann haben, ich kenne eine Initiative, wie gesagt, schon mehrere Jahre und habe immer einen Blick, ja, wow, da gibt es noch andere Menschen, die was Tolles machen. Dann trifft man sich über diese Arbeit und netzt sich. Und da ist unser kleines Land Österreich einfach klein Vorteil. Also man kennt sich dann schneller mal. Und ich habe das Gefühl, über die Philosophie schon so viele tolle Menschen kennengelernt zu haben. Und das hört natürlich nicht auf. Und dieses Gespräch ist auch sehr mutmachend. Genau. Ja. Und wofür braucht ihr Mut? Die Bürgermeistergespräche. Ja, und ich denke, es braucht auch ein bisschen Mut, diesen Weg auch wirklich weiterzugehen und auch, wenn man auf Hindernisse trifft, die bestmöglich einfach zu übergehen, umgehen, überwinden. Das ist das richtige Wort. Ich glaube, da braucht es oftmals viel Mut, auch weil einfach im Nachhinein ist dann toll zu sagen, ah, wir haben das überwunden, das hat alles funktioniert, aber wenn man vor dem Hindernis steht, ist das oft nicht so selbstverständlich. Und dafür braucht es einfach Mut zu sagen, wir machen das jetzt und wir finden eine Lösung auch. Da ist manchmal das Hindernis, erscheint dann so hoch wie das Silo. Ne? So genau. Genau, das ist ein guter Vergleich. Okay, liebe Carina, lieber Armin, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr zu Gast wart im Mood Talk. Das war super spannend und inspirierend und ich hoffe, dass wir in Zukunft bald ganz viele Silotürme mit eurer Gestaltung sehen werden, weil das wäre nicht nur vom Optischen her, sondern vor allem von all den anderen Aspekten, die ihr angeführt habt, super erstrebenswert und ein Zeichen, dass was weitergeht in Sachen Klimawandel und lebenswerter Zukunft für uns alle. Danke, dass ihr da wart und ich wünsche euch alles, alles Gute für euer Projekt. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Initiative. Ciao. Ciao. Mood Talks. Powered by Die Mutmacherei.